Nachfristen, Anzeigen laut VOB, GBG und so weiter und so fort. Das volle Programm können Sie durch Violinieren. Also das wird auch digital möglich und ist nicht dann irgendwie über einen Schreibtisch zu lösen. Also mit 100% digital. Also Sie ganz können alles filtern und okay. das ist alles über die Webplattform dann abzuwickeln. Ja. Sie bleiben nicht als Bauherr über. Ja, Deswegen ja. ist das Tool da, ja. Okay. Bitte schön, da. Das geht jetzt ein bisschen übergreifend, auch wenn Sie gerade bei einer Brezel sind. Wären die Daten, die Sie generieren, auch wenn Sie nicht verarbeiten wollen, finde ich für ein Unternehmen wie Geospin immer auch interessant, dass man Annahmen treffen kann, wenn Michael Müller wieder mal einen Flughafen bauen möchte, dass er die Fehler nicht macht. Ja, definitiv. Also, es kommt darauf an, was geregelt worden ist mit den Kunden, ob man die Daten weitergeben darf. Ja, also das ist definitiv nicht der Fall bei uns, die geben wir nicht weiter. Also das ist bei uns so, die Daten gehören dem Kunden, sonst niemanden. Theoretisch natürlich wäre diese Koppelung und Verstrickung möglich, ja. Dann die Frage an Andreas und Laura, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Projekt gestalten möchte, Sensortechnik einsetzen möchte, Annahmen treffen kann, Fehler, ich sag mal, reduzieren kann oder sogar Bauplanung noch effizienter gestalten kann, wäre das relevant oder auch interessant. Man kriegt ja auch gemacht. Ja, also ist auch interessant. Also wir haben es auch schon teilweise getestet, teilweise in der Anwendung. Jetzt noch nicht mit Sensoren in der Schalung, aber Mängel haben wir auch schon entsprechend damit aufgenommen. Also hochrelevant ist für uns so ein Thema, wenn man sich erinnert, vorher Innovation, Digitalisierung, Verbesserung, das ist für uns Digitalisierung. Also eine Verbesserung unseres Prozesses, das, was wir normal machen, analog, digital. Ja, und dafür setzen wir das auch ein oder überlegen wir das auch stärker einzusetzen. Jetzt die nächste Frage ist, kann man daraus noch mehr machen? Genau, diese Annahmentaktik. Ja, dass man die Fehler, die man schon gemacht hat, in Zukunft quasi von vornherein ausmerzen kann oder sagen kann, diese Fehler werden auf uns zukommen. Deswegen haben wir sie quasi vorhergesagt. Also unsere Kunden benchmarken schon die ausführenden Firmen. Ja, aber dann bin ich ja schon bei dem Projekt in der Realisierung. Da geht Schon es ja. vorher, also während der Fertigstellung beobachtet man die Performance der Firma und wenn man einen zum Beispiel wie eine Handelskette, man arbeitet regional mit Firmen zusammen, die in der Umgebung die einzelnen Shops bauen zum Beispiel, haben wir als Kunden. Und da geht die Firma her, ich nenne jetzt keine Namen, und sagt, okay, beim letzten Projekt hast du nicht top performt, du bekommst den nächsten Auftrag nicht. Erst den übernächsten. Oder wenn der andere nicht mehr so gut ist, kommst du wieder dran. Also dieses Performance-Benchmarking wird schon mit uns abgewickelt. Also da haben wir im Hintergrund auch umfangreiche Statistikführung. Also jeder ist eingeladen, sich Planradar herunterzuladen, einfach auf www.planradar.com und Sie können sich all die Funktionen selber austesten und einsehen. Es ist frei zugänglich. Eine Ergänzung noch. Also Innovation wäre jetzt für uns im Gedanken, also ohne zu viel Geheimnisse zu verraten, logischerweise können wir da Predictive Mängelvermeidung machen. So hier, Klick auswerten, wenn du die Wand ansetzt, stehen Stein, hast du in der Regel zu 80% diesen Mangel. Also vermeide ihn schon mal. Also wie kann ich das vorziehen und daraus wiederum eine Extraleistung machen? Das wäre dann für uns nochmal so eine Stufe weiter. Es gibt Ja, schon haben steht wir auch irgendwie generieren. ja. Da gibt es viele Ideen. Genau. Also, ja, und dort geht die Reise eben hin. Ja. Klasse. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ich mache es ja sich ungern, sozusagen meine Veranstaltung selber zu präsentieren. Nee, lass einfach mit. Okay. Genau, bei Nadia. Lieber mein Mitgründer Nadir ist leider krank ausgefallen. Seine Kinder waren schon letzte Woche krank, jetzt ist er krank geworden. Wir sind ja familienfreundliches Unternehmen, deswegen sozusagen habe ich nicht gezwungen zu präsentieren. Er hat gesagt, ich übernehme es. Aber ich habe dann selber eine Präsentation erstellt. Also sie wird nicht so perfekt sein wie von meinen Kollegen zuvor. Aber ich glaube, wird immer ein paar spannende Ansätze sein, die neu sind. Das Thema eben, ich habe es genannt, Co-Building und Co-Communication. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht und dann stelle ich euch kurz Co-Planning vor, was dahinter steht. Aber wirklich zu sagen, nur kurz, weil ich immer inhaltlich auch überzeugen will. Und steigen wir mal gleich direkt ein mit ein paar Beispielen. Wir leben aktuell ja eine Zeit, das ist wirklich zu sagen, das Co-Working.
Man sieht es ja hier bei Signals, dass die Leute, auch junge Menschen, aber auch nicht nur junge Menschen, gerne zusammenarbeiten, sich vernetzen wollen und nicht nur arbeiten, sich austauschen wollen. Das Thema Coworking ist riesen, ja, Trendthema oder gar nicht mal ein Trendthema, sondern ein Fakt eben. Ja. Wir haben aktuell sehr spannende neue Entwicklungen, das Thema Co-Living. Klar, das Thema WGs gab es schon immer, auch für Senioren, auch für junge Menschen und so weiter. Aber jetzt wird auch ein Geschäftsmodell entwickelt. Dass Leute wirklich sozusagen sagen, Co-Living, Coworking in Verbindung, ob es jetzt positiv ist, weil man kommt dann nicht mehr vor der Arbeit, sondern unten ist das Coworking-Space, oben habe ich Co-Living, auf dem Dachterrasse habe ich sozusagen Co-Party und dann komme ich mir gar nicht mehr sozusagen aus dem Haus raus. Aber es ist aber auch eine Entwicklung sozusagen, wie man auch Quartiere und Städte baut, aus diesem Co-Bereich-Thematik eben, weil ich es sehr spannend finde. Hier was ich ganz spannend finde, jetzt ist Co, ich nenne es mal XXX, weil die Kamera läuft ja mit, ist so eine Art Gründer aus New York, der wirklich sozusagen so ein, ja, ich nenne es mal so ein Swingerclub macht für edlere Leute, so ein Sohaus zum Thema Wissen, Sexualität, ist auch Co, ja, Thematik sozusagen, gemeinsam was erleben eben, ja. Und sagt, man sieht es ja, das ist ein sehr bekannter Gründer eben von Zeugen Jehovas zum exklusiven Sexclub-Gründer. Ist eben ganz spannend, weil es auch das Thema Co-Entwicklung ist eben, ja. Aber nur ergänzt. Dann, klar, das Thema Carsharing, eben auch Co-Sharing eben, ja. Hier sozusagen als Beispiel eben sozusagen von Airbus. Ich glaube, ich habe es nicht genau recherchiert, von Uber für Uber entwickelt, aber Uber hat ja sehr viele Konzepte gerade, die in dem Bereich eben fliegende Autos oder autonomes Fahren gehen wollen, aber ganz klar mit dem Gedanken, das Carsharing viel effizienter zu gestalten, wie es aktuell ist. Weil dann ist also automatisiert, autonom fahren Autos, fliegende Taxis, gesteuert über GPS und so weiter. Dann kommt erst der Spaß, wirklich sozusagen, wie man das effizient gestalten kann. Wie, welches Mittel, mein klarer E-Scooter ist ein aktueller Trend, den ich persönlich nicht so toll finde, aber das geht ja auch in die Richtung. Kurze Strecken mit einem E-Scooter, lange Strecken mit einem Taxi und dann sozusagen längere Strecken von Stadt zu Stadt mit einem fliegenden, ja, Uber-Taxi oder auch von Daimler oder wie auch immer, wer daran arbeitet. Ja. Und das Thema, was ich da ganz spannend finde, um auf Co-Planning quasi überzugehen, ist das Thema Konfigurieren. Jetzt wird ja quasi, was auch Markus, was wir schon diskutiert haben, relativ wenig bedarfsorientiert gebaut. Es wird gebaut nach dem Gefühl, okay, das kriege ich schon los in der Marktlage, also baue ich gerade mal entweder Single-Wohnungen, weil das gerade die höchsten Marktpreise erzielen, ich möbliere die, ich digitalisiere sie und kriege 30, 40 Euro Quadratmeterpreis. Die Frage ist sozusagen, ist das in der Zukunft gewollt oder will man die Menschen schon vor der Planungsphase einbinden, auch in der Forschung? Was wird in der Zukunft gewünscht? Wie will ich wohnen? In welcher Gegend will ich wohnen? Und wie kann man das eben digitalisieren? Und das ist mal so ein Beispiel von Tesla, ist ja auch eben, ich kann einen Tesla relativ simpel konfigurieren, das muss eben simpel sein, wie im Planradar, aber ich habe das Gefühl, oder gar nicht das Gefühl, ich kann wirklich digital mein Auto, meinen Tesla konfigurieren, bezahlen, also bestellen und bezahlen, es wird einfach vor die Tür geliefert. Und das ist ein Prozess sozusagen, der einfach in der Realität schon im E-Commerce ja stattfindet und die Menschen wollen das auch in anderen Bereichen haben. Ob es im Immobilienbereich ist oder in anderen Bereichen, ist ein Trend eben dieses Co-Thematik, aber auch wirklich auch mitgestalten, mit integrieren in den Prozess zu werden, ist hier bei Tesla ein sehr gutes Beispiel, wie die es gelöst haben. Hier ein zweites Beispiel aus dem E-Commerce-Bereich. Ist für mich auch ein bisschen das Thema gemeinsam konfigurieren. Heißt, es gibt schon Läden in Amerika von Nike, da gibt es nur weiße Schuhe oder geile Schuhe, sondern man geht da mit Socken rein, hält eben seine Kamera hin, sein Augmented Reality und kann sich auf seine Kamera seinen Schuh konfigurieren und dann direkt bestellen, nach Hause geliefert zu bekommen. Das ist auch Städteentwicklung, dass eben Geschäfte nicht mehr Verkaufsräume sind, sondern Erlebnisräume und es wird aber nach Hause geliefert. Man braucht eben nicht mehr Shoppingcenter, die so sind wie jetzt, sondern man braucht Erlebnis-Shoppingcenter. Und das ist sozusagen ein guter Trend, eben, dass eben virtuelle Realität sehr spannend ist, eben auch für Immobilienprojekte, dass ich mir genau anschauen kann, vor, wie sieht sowas aus, wie kann ich das selber mir gestalten. Hier ein sehr spannendes, sehr neues Beispiel, das ist einer mit der nicht der Amazon-Gründer, aber einer sozusagen, der bei Amazon mit gestaltet hat, der Paul, und der hat jetzt eine App entwickelt, die geht bald online, ist sehr hoch finanziert, weil das hatten wir schon mal, das Tinder, das ist Tinder für Immobilien. Er sagt sich, ich frage die Menschen ab, was sie für Interessen haben, wie zum Beispiel, welche Musik höre ich gerne, welche Filme gucke ich mir an und so weiter, und dann sagt er, er guckt sich die Daten an, die er sammelt, und matcht eben Personen mit Gebäuden, mit Quartieren, wo er sagt, welche Personen wollen wie mit wem zusammenleben. Und das sozusagen jetzt hochfinanziert, da liegt an ihm, weil er selber sehr viel Geld gemacht hat als mit Amazon erster Mitarbeiter. Also wird er nicht ganz arm sein.
hat aber jetzt eine hohe Finanzierung bekommen. Geht aber auch in die Richtung eben, das ist dieser Spaßeffekt mit Konfigurieren, mit Daten spielen und daraus gucken, wie kann man planen und nicht nur einfach sagen, okay, ich weiß schon Bescheid aus Ex-Post-Daten, ja, ich baue ein Gebäude mit Einzimmerwohnungen, Zweizimmerwohnungen, vielleicht noch ein Penthouse, das wird schon irgendwie verkauft werden. Klappt vielleicht heute, aber in der Zukunft eben, wenn der Markt wieder schwieriger wird und die Preise noch höher steigen, ist es eben nicht mehr so einfach. Und das ist auch ein Satz von ihm. Der Prozess, der Kaufprozess einer Immobilie ist quasi, ja, ist broken. Ja, es sind sozusagen sehr viele Lücken in dem Prozess. Vielleicht suche ich mir bei Immobilien-Scout eine Immobilie aus, dann gebe ich das an den Makler weiter, der schickt mir irgendwie ein PDF, ein Exposé zu, da muss ich ihn treffen und so weiter. Nein, wir gaben bei Clopenery, man kann den ganzen Prozess von A bis Z vollkommen digitalisieren, was ich eben gleich vorstelle. Aber der zweite Satz, den finde ich auch sehr spannend, zum Thema Co-Communication. Was viele, ich glaube, von euch wissen das die meisten, jeder Amazon-Zugriff, also jeder, der auf Amazon vor uns geht, sieht eine vollkommen andere Seite. Es gibt keine, wie bei Immobilien, eine Landingpage für alle, sondern die Seite ändert sich je nach Tagesuhrzeit, je nach von welchen Handy ich zugreife. Die können erkennen, ob ich von iPhone komme und im Prenzlauer Berg bin gerade, dann kriege ich andere Angebote, andere Preise, als wenn ich gerade mit vielleicht Android in Wedding bin. Klingt das komisch, von Wedding mag ich selber. Aber die passen sich diesen Daten, diese Live-Erheben an. Es gibt eben keine statische Homepage wie in der Immobilienbranche ein Exposé für alle, eine Landingpage für alle und das war's. Nein, es ist live und das ist eben das Spannende, das erwarten die Leute. Weil dann merken sie, oh, die holen mich ab. Und da gibt es eben sehr spannende Firma, um wirklich die Überleitung jetzt auch zu Clopane zu machen, ist eine Firma aus Norwegen, Marketer.tech, wirklich stehe ich auch sehr in Kontakt mit denen. Und die sagen sich, wir stellen Kampagnen für Immobilien, die wirklich auf Daten basiert sind, in Echtzeit. Die machen auch automatisch ein Targeting, für welche Zielgruppe fast welche Immobilie und machen daraus dynamische Werbeformate. Für Facebook, für LinkedIn, für Instagram. Man sieht hier ganz schön sozusagen, je nach Verlauf, wie ich mich dann beschäftige, verändern sich die Anzeigen. Ob ich sozusagen am Sonntag mir das anschaue oder dann einen Tag später, habe ich andere Informationen, um einfach abgeholt zu werden und nicht zu sagen, okay, hier ist eine Landingpage, hier ist ein Werbeformat und das passt schon irgendwie. Ja? Also wirklich dieses Dynamische, das Vermarkten über Social Media, sind hier wirklich sehr schnell gewachsen und innerhalb von 2 Jahren Norwegen 60% aller Novo-Projekte werden über die Plattform vermarktet, über deren Software. Ist keine Plattform, ist eine Software. Aber eben perfekt gemacht. Und man sieht eben sozusagen das Thema auch Dynamic Landing Pages, was ich erwähnt habe. Jeder Nutzer, wo er herkommt, kommt er von Facebook, kommt er von LinkedIn, wann kommt er, sieht er eine andere Landingpage, die für ihn quasi dynamisch angepasst ist. Und damit fühlt er sich auch abgeholt. Ich habe mich mit dem Gründer unterhalten, der meinte, was am besten ankommt. Die wissen bei Instagram zum Beispiel, die checken die Bilder und wissen, dass es ein Freund von Hunden. Dann wird automatisch die Landingpage so erstellt, dass auf dem Sofa ein Hund sitzt. Analysieren, dass es ein Golfspieler ist, dann ist ein Golfbag sozusagen, steht im Flur und wird auf dem Bild gezeigt. Klingt jetzt billig, aber so fühlt man sich ja abgeholt. Und nicht einfach so sagen, oh, jede Seite für alle, wie auch immer, ja, da steht ein Golfbag oder eine Golftasche, weil irgendwie ist das schon teuer und dann kommen junge Leute und sagen, ich spiele doch kein Golf, ja. Da muss dann E-Scooter stehen oder, und das können die anhand der Analysen von den Social Media dynamische Landingpages erstellen, das finde ich genial. Ja, und das geht wirklich in die Richtung, wie eben Amazon das schon lange macht in der Immobilienbranche, was wir mit Coplanary eben auch vorhaben. Jetzt wirklich der Übergang zu Coplanary. Wie sollen jedes Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden? Ja, das ist sozusagen die aktuelle Zahl.